Jubel bei den CDU-Anhängern in Saarbrücken. Die Christdemokraten legen bei der Landtagswahl im Saarland unerwartet deutlich zu und sie bleiben stärkste Kraft. Laut Hochrechnungen steigert sich die CDU um rund 5 Punkte auf gut 40%. Die Ministerpräsidentin und CDU-Spitzenkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer ist selbst überrascht. Ich habe natürlich gehofft, dass die Saarländerinnen und Saarländer ein deutliches Zeichen setzen, der Zufriedenheit mit meiner Arbeit, dass sie wollen, dass ich diese Arbeit fortsetze in der Großen Koalition. Aber dass das so deutlich ausfällt, das hat mich auch überrascht. Bei der SPD dagegen lange Gesichter. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl bekommen die Sozialdemokraten mit Kanzlerkandidat Martin Schulz einen Dämpfer. Im Saarland verliert die SPD leicht und kommt auf etwa 30%. Sie bleibt damit zweitstärkste Kraft. Mit dem Wahlergebnis gilt eine Neuauflage der Großen Koalition unter der Führung von Kramp-Karrenbauer als wahrscheinlich. Drittstärkste Kraft wird die Linkspartei mit leichten Verlusten. Die AfD zieht mit rund 6% in den Landtag ein. Nicht mehr vertreten sind die Grünen und die Piraten. Und auch die FDP scheitert erneut an der 5%-Hürde.